Hallo, 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 Leute. Hier sind wir wieder bei Fallout 4. Und ich präsentiere euch den Garten. Das mit dem Zaun habe ich hier hinten hinbekommen. Also, es sieht ganz gut aus. Besser als vorher auf jeden Fall. Habe ich noch gleich die ganzen die Bäume und die Melonen und hier die Tomatenpflanzen. Habe ich jetzt hier alles drin gestellt, dann habe ich das gleich die alte hier zugewiesen. Und da haben wir jetzt auch 100%. Achso, die Pumpen habe ich hier natürlich auch noch drin gestellt. Da heißt es jetzt, zwecks Lebensmittel sind jetzt auf 100%, die wir hier haben. Mal sehen, was er zu sagen hat. Hallo? Langsam fühlt sich das hier wie ein richtiges Zuhause an. Jetzt, wo wir unsere eigenen Lebensmittel anbauen können. Das Problem ist nur, je mehr wir hier aufbauen, desto eher werden wir zur Zielscheibe. Wir müssen etwas für unsere Verteidigung tun. Dann kann sich Preston vielleicht endlich etwas entspannen. Warte nur, wieso nur... Ah, jetzt, da steht es. Verteidigungsanlage? Haben wir doch auch schon, ne? Wie? Ich kümmere mich drum. Danke. Es werden sich alle hier viel sicherer fühlen. Stand da nicht eben schon... Ach. Stand da nicht eben schon 100% Daten? Bauverteidigungsanlagen für bla bla bla. 100% ist doch richtig, oder nicht? Dann quatschen wir nochmal mit ihm. Hallo. Sturges. Danke, dass du das erledigt hast. Wir werden alle ruhiger schlafen, in dem Wissen, dass wir nicht völlig schutzlos sind. Der Weg war lang, aber ja, ich glaube, das passt. Ein Zuhause. Fühlt sich gut an. Freut mich, dass ich helfen konnte. Ich weiß das zu schätzen. Du weißt, dass du jederzeit willkommen bist, oder? Meine Tür steht dir immer offen. Die Fenster auch. Und wenn ich's recht bedenke, ein paar der Wände auch. Ich mach mich wohl besser wieder an die Arbeit. Bis dann. Siehste. Abgeschlossen. Na bitte. Haben wir schon mal was fertig jetzt? Ne, finde ich gut. Ich glaube, wir jetzt auch schon mal hier wenigstens was für die Leute haben. Ne? Der Garten, den lassen wir auch so. Eventuell müssen wir den vielleicht noch mal ein bisschen größer machen später. Wenn wir noch ein paar Leute herholen. Aber ist doch erstmal gut. Ein bisschen haben wir ja auch schon aufgeräumt. Man kann alles reparieren. Waffen, Computer, Menschen. Man braucht nur die richtigen Werkzeuge. Tja, aber die haben wir doch hier auch. Eine Hütte haben wir auch schon mal gebaut. Eine. Ne. Ist ja gar nicht so verkehrt. Die müssen wir dann halt uns noch mal ein bisschen fertig machen hier, also Möbel rein und so was alles. Damit das halt auch ein bisschen wohnlich ist hier, ne? Das sehe ich jetzt nur mit die Wände ist ja natürlich auch blöd. Aber naja, kommt alles noch, kommt alles noch. Gut, dann nehme ich auch sagen, dass wir jetzt mal langsam wieder was anderes machen. Ah ne, ich wollte ja noch. Ah, das zieht sich dann auch wieder so hin. Aber das kann ich euch ja mal zeigen und. Ich wollte ganz gerne hier, weil hier dafür so ein schönes Plätzchen ist. Hier so, das Stück hier, so eine Art Wachturm hinbauen. Wisst ihr? Das wäre ja auch richtig cool, ne? Oder wir können ja aus diesem Platz hier so einen Wachturm machen. Hier, wo das Häuschen mal stand. Das wäre eigentlich schon... ganz cool dafür, ne? Dann kannst du schön von hier gucken überall. Und dann ja später noch so schön... Oh Gott, oh Gott, Entschuldigung. Meine Güte, müde werde ich langsam. Und dann hier komplett noch so ein... Am Wasser lang so ein... Naja, musst du halt gucken, wie weit es geht, ne? Die, diese Baufläche, ne? Aber halt da so ringsrum... So ein Zaun um
bei die komplette Siedlung so einen Riesenzaun rumgezogen. Das wäre natürlich auch noch wieder geil, ne? Ach so, wir wollt ihr auch eigentlich mal gucken, ob die denn jetzt wirklich hier nachts leuchten, ne? Naja. Oh. Guck mal, da muss ich die Hütte erst aufbauen. Naja. Naja. Ich glaube, das hier können wir das auch noch alles ein bisschen wegsammeln. Was ist denn da unten? Was ist denn das? Das ist einfach so, ja, ne? Oh ne, jetzt komme ich nicht mehr hoch. Doch. Ach, guck mal hier. Ach so, ja, die können wir... Ach nee, ne, ist ja gut, das reicht ja auch. Dann können wir da nämlich nochmal wieder hinpflanzen. Ne? Lebensmittel brauchen wir ja immer. Ja, ich weiß, jetzt sind wir schon wieder hier und wirtschaften hier schon wieder nur am Haus rum. Oder am, an der Siedlung. Aber das möchte ich doch noch gerne hier, denn da mache ich noch zwei hin. Nein! Mann. Wenn du da dann schon direkt drauf bist, dann... Wann, ne? Stoppt das oder nicht? Hey. Die haben wir doch gesammelt eben. Nee, hier Inventar. Ist die halt nicht? Ach nee, das ist ja sowas gar nicht. Nee. Nein, dann ist egal. Mach schön weiter hier, sag ich dir. Ich hasse nichts mehr als Raider-Drecksäcke. Wenn du welche siehst, leg sie für mich um. Kein Problem. Kriegen wir hin. Gut. Vorher mache ich mir hier aber noch eine Kiste fertig für... So, dann machen wir einfach hier. Hier stelle ich jetzt nochmal eine Kiste hin. Dekoration? War das da? Ah, ne. Muss es ja hier gewesen sein, ne? Ja, I know. Möbel! Aktenschrank. Büro. Holzkiste, Koffer. Kommode. Metallkiste. Safe. Pass mal auf hier, komm. Ist das Ding überhaupt, ist das vorne? Ja, ne? Ja, ja. Na, den wollte ich ganz gerne hier noch hinstellen, dann können wir da auch noch gleich ein bisschen... Oder wir können jetzt zwei hinstellen hier, wa? Zack. Und dann nehme ich nochmal... Noch einen. So. Können wir hier noch was drin legen. Transfer. Guck mal zum Beispiel hier... Der Ehering kann da rein. Smoking. Alles, was wir jetzt eigentlich nicht so brauchen an Krempel, ne? Was soll ich den ganzen Scheiße mitschleppen immer? Pass auf, da haben wir jetzt Klamotten drin. Und hier packen wir denn noch. Ja, aufbereitetes Wasser. Komm davon. Dann nehmen wir bloß eine mit. Blutpaket.
Nehmen wir auch bloß. Nee, komm, dann nehmen wir. Nee, halt. Dann nehmen wir zwei mit. Da brauchen wir auch nicht so viele von. Da schmeißen wir 10 von drin. Apple. Gut, was wir so jetzt schlucken können. Das nehmen wir lieber mit. Essen. Was ist denn das überhaupt? Erhöht Nahkampfschaden. Um 50%. Den lasse ich auch hier. Jet. Kaugummi, gut. Können wir mitnehmen. Hier brauchen wir auch bloß. Wir müssen nicht alles mitschleppen hier. Essen nehmen wir mit. Nougat Cola Sherry. Lassen wir auch hier. Nougat Cola lassen wir alle hier. Quantum auch. Psycho. Nehmen wir bloß ihn mit. Davon nehmen wir gar nicht mit. Kakerlakenfleisch, gut, das können wir nachher nochmal braten. Kann aber auch hier bleiben eigentlich. Red X, da nehmen wir lieber. Nee, da nehmen wir auch lieber. Wo ist er nun? Na komm. Da können wir ja ruhig ein paar mehr mitnehmen von. Weather Ray. Nehmen wir 2 mit Stimpaks. Lassen wir 20 hier. Wir wollten nicht übertreiben hier. Tomaten. Das sind eigentlich Sachen, die könnten mehr im Garten, ne? Also, da bräuchten wir auch noch so ein kleines Lagerhaus. Was sowas alles ist, ne? Essen nehmen wir mit. Essen mal. Das nehmen wir mit. So. Damit wir hier auch immer nicht so viel Gewicht haben. Guck mal, genauso das hier alles. Kann eigentlich auch darin, ne? Genau die ganzen Haarklammern. Die brauchen wir auch nicht alle mit haben. Den ganzen Scheiß, was? Ach, das ist ein Questgegner. Ach, da zeigt er uns denn doch an. Na, dann ist ja gut. Das ist auch kein Questgegenstand. Die können wir uns näher in so ein Ding drin stellen. Da haben wir 2 Stück von schon. Siehst du, können wir das nicht noch? Wo war denn das Ding? Sonstige? War das bei Sonstige? Irgendwo war das bei Möbel auch. Genau hier. Pass mal auf. Zack. Und da müssten wir jetzt eigentlich die Wackelpuppen reinstellen können, ne? Hä? Ach so. Zack. Zack. Genau. Wusste ich doch, das geht. Ach, die macht uns aber nur Ach so. So, zack. Lassen wir sie erstmal wieder da. Juti, ein bisschen haben wir abgelegt. Können wir ja auch wieder schön sammeln. Und dann passen wir auf den Kunden hier, ne? Aufgepasst. Und los. Den nehmen wir uns mit. Hier drüben. Die nehmen wir uns denn mit. Wenn die Reise weitergeht. In der nächsten Folge. Wir sehen uns. Bis dann und ciao.